Die Sicherheitstechnik zum Schutz von Personen oder Sachwerten nimmt einen immer größeren Stellenwert im alltäglichen Leben ein. Schäden durch Brand, Einbruch oder Überfall können durch den Einsatz der richtigen Technik verhindert werden. Es ist daher wichtig, Spezialisten für diese Bereiche auszubilden und sie mit den neuesten Lernmethoden handlungs- und prozessorientiert an den aktuellen Stand der Technik heranzuführen. Der Kurs wird als kompletter Kundenauftrag durchgeführt. Das bedeutet, eine Kundenanfrage wird ausgewertet. Es wird erstmal die technische Umsetzbarkeit geprüft. Wenn das soweit in Ordnung ist, kümmern wir uns um Vorschriften, Polizei, Feuerwehr, Versicherungen. Und wenn wir meinen, alles ist möglich, was der Kunde wünscht, dann suchen wir uns die entsprechenden Komponenten aus und die Zentrale. Diese Komponenten werden dann vorschriftsmäßig angeschlossen. Das Ganze wird dann programmiert, eingerichtet. Es werden Testläufe durchgeführt. Und letztendlich, wenn alles soweit funktioniert, wird es an den Kunden übergeben. In der Form eines Kundengespräches wird der Kunde eingewiesen in die Bedienung. Und parallel dazu werden dann noch Abnahmeunterlagen erstellt in Form eines Wartungsvertrages, zusätzliche Anleitungen für den Kunden. Und damit wäre der Kundenauftrag dann abgeschlossen. Also man kann sich recht gut einarbeiten in die Sache. Sachen, die einen interessieren, kann man vertiefen. Und wenn man irgendwas nicht so verstanden hat, kann man es nochmal rückwirkend genauer angucken. Das war eigentlich recht aufschlussreich. Die Sicherheitstechnik ist eine gefragte Branche. Nehmen wir als Beispiel jetzt die Brandmeldetechnik an. Man hört häufiger, dass ganze Häuser abgebrannt sind, die Leute nicht mehr rausgekommen sind, weil sie nicht entsprechend gewarnt wurden. Der klassische Melder aus dem Baumarkt kann nur eine Wohnung warnen. Die restlichen Mitbewohner bekommen keine Warnung oder zu spät, kommen oft nicht mehr aus dem Gebäude raus. Und deswegen werden wir demnächst vielleicht Brandmeldezentralen in ganz normalen Wohngebäuden haben, dass wir einfach alle Räume absichern können und dass eben die Leute komplett gewarnt werden können. Sehr gut, es war nicht nur reine Theorie, sondern man konnte die Sachen, die man gelernt hat, gleich anwenden und hatte somit die Möglichkeit, ja auch sein Wissen dann damit zu überprüfen. Nach dem Abschluss des Seminars sind Sie in der Lage, die Planung, den Aufbau, die Inbetriebnahme sowie die Instandhaltung für Gefahrenmeldeanlagen, im Speziellen von Einbruch- und Überfallmeldeanlagen, Brandmeldeanlagen und Videoüberwachungsanlagen durchzuführen. Auf der Basis Ihrer grundlegenden Kenntnisse im Bereich Elektrotechnik qualifizieren wir Sie auf den aktuellen und zukünftigen Stand der Sicherheitstechnik.